Platz für Langeweile hat es am 27. Jänner im Einkaufszentrum Silpark auf keinen Fall gegeben. Hier stand der ganze Tag völlig im Zeichen des Tourenskisports. Schon am Vormittag konnten Sportbegeisterte an der Tourenski-Indoor-WM teilnehmen. Und der Schnellste hat dann die Chance, mit mir einen Tag zu verbringen. Es lohnte sich auf jeden Fall. Wenn schon keiner der tollen Preise für den 1. bis 8. Platz ein T-Shirt war, abgesehen vom ohnehin schon großen Fun-Faktor, für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer drin. Höhepunkt war eine Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Gästen. Neben Tourenprofi Stefan Görgel debattierten hier Michael Lercher vom Alpenverein Österreich und Thomas Woldrich vom Österreichischen Skiverband über den beliebten Trendsport. So wie es, ich bringe gerne den Vergleich, jeder der tauchen geht, braucht zuerst einen Tauchkurs. Jeder der Gleitschirm fliegen will, macht zuerst einen Kurs. Und ähnlich sollte es auch beim Skitourengehen sein. Einig waren sie sich insbesondere beim Thema Sicherheit. Das größte Anliegen, dass der hinausfährt, eine entsprechende Ausbildung hat und wenn er begleitet wird von einem, der ihn hinausführt, dass dieser Führer eine Top-Ausbildung hat. Wer Beratung zum Tourenskisport suchte, war an diesem Tag im Silpark auf jeden Fall goldrichtig. Neben einem Herwis Ski Pop-Up Store konnte man sich hier auch Tipps und Ratschläge des Ex-Profisportlers und Tourenunternehmer Stefan Görgel selbst holen. Görg Intens ist alles, was Skifahren anbelangt, ob das jetzt auf der Piste ein gutes Techniktraining ist oder im Gelände nachher zum Freeriden geht und mit Tourenskien ausgestattet, für das steht Görg Intens. Eine bleibende Erinnerung für alle, die es wollten, gab es bei der Bezirksblätter Fotostation. Nun darf man gespannt sein, welche Sportart beim nächsten Mal im Silpark im Zentrum stehen wird.